Ist doch noch komplett entdeckt da, wo ich schon war, aber warum sind hier wieder die Gegner? Ich höre die doch schon wieder. Los, regeneriere dich. Woher? Jetzt habe ich 3600, bekomme ich mit jedem Tod Gold? Irgendwie so. Jetzt habe ich 3600. Kann ich jetzt wieder ein bisschen was einkaufen? Hat er wieder was? Aha. Das Spiel schenkt mir also immer wieder ein bisschen was mit dem Tod. Finde ich ja jetzt nicht unbedingt schlecht, wobei ich sagen muss, dass ich auch nicht unendlich lang sterben möchte. Dass die Gegner nicht auf, also naja, dass die Gegner nicht auftauchen, dass die Gegner auftauchen wieder, wenn man stirbt. Das ist schon ein bisschen doof, ne? Obwohl, das tun sie ja gar nicht. Die sind ja hier wieder tot, ne? Also die sind ja hier nicht mehr. Oder sie tauchen random auf. Alter, wieso tauchen hier so viele auf? Das ist ein Sinn. Die waren doch vorher nicht da. Ich bin kein Stück weitergekommen. Das ist echt unglaublich. Man halten die nicht so viel aus. Sagte ich schon, ich auch nicht. Habe ich jetzt wieder Gold bekommen? Ah ne, das Spiel schenkt mir doch nichts. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt wieder Gold bekommen. Aber das war wohl alles, was ich gesammelt habe. Ist so ein bisschen doof. Die sind da jetzt immer noch. Vielleicht ist das doch nicht so random wie erwartet. Nur ich habe sie einfach nicht gesehen. Immer dieses Weggerenne. Immer dieses Weggerenne, ja, ja.
Und dieses langsame Regenerieren, das ist ja auch nicht so schön, ne? Will man jetzt keinen Trank benutzen, dann dauert das Trilliarden von Jahren, bis er sich mal regeneriert. Obwohl, ich müsste eigentlich nur noch einen Gegner so... Ja doch, ich müsste eigentlich fast nur noch einen Gegner besiegen, dann habe ich eh den Level ab. Genau. Dann habe ich eh wieder volles Leben. Stirb! Da. Was ist denn ein Scherz? Ah, komm, stirb. Okay, ich bin so inkompetent, sie. Oh, okay, ihr würdet mich bestimmt alle jetzt hassen. Dafür, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit den falschen Waffenslot ausgewählt habe. Oh, okay, das war ja richtig, richtig klug von mir. Ist ja logisch, dass ich so oft sterbe, wenn ich den falschen Waffenslot ausgewählt habe. Aber das sagt einem das Spiel ja auch nicht. Und, das zeigt einem das Spiel ja auch nicht so richtig an. Klar, dass die Gegner nicht immer so richtig schnell sterben. Weil ich auch kein Damage mache, wenn ich die Waffe nicht benutze. Ja gut, das geht ja schon viel schneller. Ja, sieh mal einer an. Ah, da war ich mal wieder ein wenig schlecht. Na, jetzt habt ihr ja keine Schnitte mehr gegen mich. Mit der richtigen Waffe werdet ihr alle sterben. Was haben wir denn hier? This is not suitable for a gladiator. This is not suitable for a gladiator. Bist aber nur so schlecht. Oh Mann! Kackspiel! Dass einen das noch nicht. Dass einen das nicht hindert, Heiltränke zu nehmen, wenn man volles Leben hat. Jetzt geht's richtig ab hier. Jetzt haben die auch am Massen keine Chance. Genau, mal schön Gold sammeln. Ich brauche nämlich Gold. Jetzt muss man meine Hand von der Leertaste wegnehmen, ansonsten nehme ich immer wieder Tränke. Oh, da ist noch einer. Hey, Hallöchen. Ja, jetzt seid ihr dran. Da war noch ein Gegner. Selbst Champions
haben gegen mich keine Chance mehr. Nice. Ah, jetzt kommen wir auch langsam zur nächsten Stadt. Endlich auch mal eine Chance, dahin zu kommen. Nicht mal davor zu krepieren. Ich finde es auch voll cool, dass sie diesen Lebensbalken von dem Charakter, dass sie den auch am Boden anzeigen. In Sacred 2 haben sie das ja nicht mehr drin gehabt. Alter, wohin? Ja genau, ich renne jetzt weg, dann kommt er wieder hin zu mir und dann rennt der wahrscheinlich dann wieder weg. Ist doch cool, dass die, dass die Deutsch sprechen in der englischen Version. Wobei das auch eigentlich logisch ist, weil das ja ein deutscher Entwickler ist, aber trotzdem, ich finde das total lustig. Hallo, das ist eine Stadt. Wieso sind die Gegner? Höchst mysteriös. So, das wollen wir hier mal erst. Fortifications are strong, and the guards are not to be underestimated. Kill 20 of the goblins. Was? Scoundrels and break the siege. The siege of the trading post. I'm Frank Shepard. Echt? Shepard? Echt? Wirklich? Aha. The owner of the trading post. Does green beads have imprisoned me for weeks now and my situation is becoming depraved. We have been waiting for help from Beirut, but to no avail. You look as you could sort this problem out. Please destroy their morale by eliminating 20 of the goblins, scoundrels, and I will reward you well. Regard it as done. Wie gar dit ist dann. Ja, irgendwann müssen wir aber ein paar Waffen kaufen, ne? Aber momentan sind so Heiltränke, glaube ich, das, was so am besten wäre. Dark Elf. Hier, kannst du haben, wenn du willst. 61 bis 74. Dann haben wir was Besseres, ne? Bei Item. Ja, das machen wir so. Dann Hallöchen. Ach so, okay. Der hat dann einfach, wenn man den wieder anredet, neue Heiltränke. Das ist auch cool. Ich hau dir den Kopf ab. Can you do more than your people? Ich hau dir den Kopf ab. Ich glaube nicht, dass du das tust. kaputt. Die sind recht durch. 1 von